sind hier bei Don't Let the Label Label You! Proving Grounds, Block 2. Ein spannendes Match zwischen zwei MCs, die beim letzten Proving Grounds gegeneinander angetreten sind. Nicht gegeneinander, aber angetreten sind. Und beide eine sehr, sehr gute Leistung hatten. Und da dachten wir schon direkt, die müssen gegeneinander battlen. Und zwar auf meiner rechten Seite. Mach bitte Lärm für Moon Shadow! Yeah! Und auf meiner linken Seite Riesenlauch! Yeah! Moon Shadow will anfangen. Let's go! Volle Konzentration, Leute, let's go! Ich wirke vielleicht wie vor der Tür bereits auf dem Bürgersteig vorm Standesamt. Wirke bereits birneweich wie Mürbeteig und angespannt, denn ich fühle mich einfach nicht so kühlbereit. Weil ich nichts über die Lyrics weiß von diesem Hampelmann. Ich fürchte, leider liegt der Mangel an Recherche nicht an irgendeinem irdischen Leiden der Kürze der Zeit oder anderen Kram. Ich konnte mir diese gequirlte Scheiße nur wirklich halt nicht anhören, Mann. Oh. Ich habe mich stundenlang täglich eingeschlossen, habe mich überwunden, ein wenig den Scheiß zu glotzen, doch konnte mir nicht eine Runde ansehen, ohne mich einzukotzen, nur unangenehmer Zeitgenosse. Hey du Alligator, trifft Karate an, die Flowstyle und Delivery mit aufgesetztem Vocal Fry und Stimme tief, laberst du Idioten eine Scheiße von Wintermärchen, inhaltsleer und ohne Haltung, das wollte ich nochmal kurz betonen. Inhaltsleer und ohne Haltung, dem Grinsebär wächst immer mehr ein Kloß im Hals, bin ich fertig, hinterher befindet er sich tot im Wald. Ah, diese Scheißstelle. Ich fang nochmal an, ja? Inhaltsleer und ohne Haltung, dem Grinsebär wächst immer mehr ein Kloß im Hals, bin ich fertig, hinterher befindet er sich tot im Wald. Die Stille herrscht, der Boden kalt, kein Windchen mehr im Vogelhals. Schreibt Tinte leer, die Strophen knallen, mein Bild am Meer kann Mose spalten. So. Yeah! Moon Shadow, yeah, yeah. Ey, du lachst bis dieser. Moon Shadow, ey, du lachst bis dieser nachtaktive Schatten dir das Licht zum Wachsen stiehlt. Denn du wirst im Keim erstickt, denn wir brauchen beide Licht. Aber krieg ich meins, kriegst du deines nicht. Ich sieh mich mal an. Du bist nicht riesig, du bist lang. Ich finde das gar nicht so witzig. Sprache ist wichtig. Ey, wer bin ich? Ich bin Opening Act für fucking UCU. Na, also doch nicht. Aber wenn ihr alle mein Video teilt, bitte. Ja, Streich des Genies, Alter. Dreistigkeit siegt. Dieses peinliche Reel hat vielleicht funktioniert. Aber Respekt gibt's dafür keinen, Alter. Einfach nur weak. Du hast die Kameras auf ihn gerichtet und ich auf Knien entwürdigt. Natürlich gibt er sich gütig. Was blieb ihm denn übrig? Also hast du den Opener gespielt. Du durftest kurze Sterne sehen. Dafür ist es mit so einem Reel unmöglich, dich als Künstler jetzt noch ernst zu nehmen. Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Junge, ich fick deine Hoffnung. Kurz aufgeflogen. Flackert ist dieses Knicklicht erloschen. Ja, und meine zweite kurz einzuräumen. Deine dritte Runde gegen Ricochet. So einfühlsam. Den hast du safe so gerettet. Bleibt nur die Frage, wer rettet dich vor deinem Savior-Komplex? Hey, komm mir mit einer schweren dritten Runde, in der du mich ergründest und ich zehre dir für die Schwere deiner Sünden das Herz hin durch die Lunge und werf es vor die Hunde. Ehrlich, ich gebe keinen Fick, ich erledige dich. Der nächste Brief von Felix wird aus dem Jenseits geschickt. Yes. In meinem letzten Battle hat schon so ein frenetischer Bauer zwei Runden ins Leere gehauen. Kinderspiel, sorry. Ich hoffe, im späteren Verlauf kriege ich ein richtiges Biest. Jetzt ist mein Gegner ein Lauch, womit hab ich es verdient? Fick dich ins Knie, ich bin dir ein bisschen zu viel. Sind das all deine Schichten gepeelt, treib ich die Tränen in die Augen. Wie eine richtige Zwiebel. Yeah. Time. Yo, mach klar! Yeah. Schöne erste Runde, Riesenlauch. Hau rein. Jo, dein Text war voll dope. Vor allem, wenn du diese eine verdammte Stelle betonst. Und Mathis, was ist, wenn man diese eine verdammte Stelle plötzlich nicht mehr ausspricht? Richtig, dann hält man die Schnauze. Und du kommst mit I hate your mom Shirt. Geiler Style wie gewohnt. Du hast von meiner Mom, ich hast von deiner den Sohn. Yes! Und du meinst im letzten Battle, vor den Parts hast du ja angefangen mit, bevor ich starte mit den Runden, erkläre ich dir jetzt noch die Tagesordnungspunkte.
Als ob dein Tag eine Ordnung hätte. Und der Satz hier, jemand juckt, einziger Tagesordnungspunkt ist, dummes Arschloch, halt den Mund. Aber du meinst ja, Moonshadow, meine Freunde nennen mich Arschloch. Obwohl ich glaube, das ist Satire. Doch nennt mich jemand wie du Freund, würde ich wohl auch so reagieren. Und schwieriges Thema, um so eine erste Runde zu starten. Ich kann seit Wochen nicht schlafen, weil mich stockende Atem und Kopfschmerzen plagen. Hab meine Hoffnung begraben, meine Sorgen und Fragen. Kann ich noch länger warten, um mir offen zu sagen, dass Smerob lieber ein Kind bekommt, als von mir Fotos zu machen? Finde ich schon ein bisschen schade. Ich bin auch nicht sauer, nein, ich bin nur enttäuscht. Ich meine, wenn man schon mal die Chance auf Opa-Enkel-Pics bekommt. Auch dein letztes Battle war alt gegen jung. Nennst Mattes Kindchen oder Schatz. Dass du dir jetzt jemanden noch jüngeren suchst, finde ich schon ein bisschen sass. Junge, dein Fetisch ist echt schrecklich. Noch weirder als von Aesthetics. Hey, und warum muss ich immer die Gegner mit den komischen Haaren vernichten? Ricochet und jetzt du? Wer kommt als nächstes? Marge Simpson? Und ich weiß, Jamie, die Gegnerwahl ist stets ein heikles Thema. Doch ich bringe eine Harry Potter-Bar und du holst gleich Professor Snape ran? Das wirkt, als ob man auf den Kopf einen Schwarz-Weiß-Filter gelegt hat. Du siehst aus wie die dystopische Zukunft von meinem letzten Gegner. Dein Aussehen gleicht einem Onkel Frank. Die Aura schreit nach Uncle Benz. Du machst keinen Demontage-Rap, du hast den Demenz-Kranken-Swag. Du rappst länger, als ich lebe und bist trotzdem noch so wack. Du meinst, du seist die Antithese, doch bist eine Antiquität. Aber du hast ja kurz vor deinem Debüt, oder ein bisschen länger haben wir ja vorhin gehört, deinen Namen von Paul auf Moonshadow geändert. Und der ist ohne Witz echt anders krass. Jetzt weiß jeder schon vorher, dass du Mondgesicht und Schatten hast. Doch ich habe mich erst schlapp gelacht, als er dann wirklich meinte, also eigentlich finde ich die ganzen Rappernamen peinlich. Okay, Moonshadow. Und ich weiß, Riesenlauch. Wer im Schlachthof sitzt, der sollte nicht mit Schweinen werfen. Doch wie du zu deinem Namen kamst, das zeugt wirklich von Geistesschärfe. Im Interview fragt Jamie dich, wie du zu diesem Titel kommst. Und du antwortest tiefgründig mit, also ich habe da mega den Bezug dazu. Also das ist so ein Cat Stevens Song. Und weil du ja mega den Bezug dazu hast, kriegst du noch eine tiefe Line. If I ever lose my legs, well then I will walk no more. Ich lasse das aus Zeitgründen jetzt einfach mal so stehen. Läuft ja nicht weg. Ne? Ach komm, Bad Bars sind doch dein Spezialgebiet. Du jobbst sogar in einer und bringst als deutscher Cocktailmeister allen stolz dein Knowledge weiter. Mehr ist mehr beim Eis. Das bringt uns nämlich die Kälte und vor allem das Schmelzwasser. Das Schmelzwasser? Nee, das ist keine billige Abzocke, damit das Glas weniger Inhalt hat. Bevor ihr denkt, dass das Getränk so nur mehr Wasser abbekommt, seht's mal optimistisch, so ist das Glas immer halb voll. Dafür, dass du checkst, was du für einen Dreck schreibst, ist im zweiten Part gesorgt. Runde 1 ist jetzt zu Ende, well, then I will talk no more. Yes! Mach doch mal Lärm für die erste Runde von Riesenlauch! Yes! Ey, du bist einer dieser unausstehlichen Typen, der aus allem einen Witz macht. Und wenn keiner mitlacht, daneben den Witz über sich macht. Aufrichtig und authentisch bist du selten bis nie. Aus jedem Quäntchen trieft die Selbstironie. Du glaubst, das macht dich menschlich, dabei ist das in sich Selbstironie. Und wenn du doch mal versuchst, was ernst zu meinen, kriegt man schon gar nicht mehr mit. Wenn du nur startest, damit zu sagen, das ist die Wahrheit, kein Witz, und da bricht man dich öfter mit Ja, ja als Schmidt. Ja, ja. Ey, wenn du dir mal denkst, die Fesseln sind los, ich leg mein Herzchen jetzt bloß, mach mich verletzlich und so, starten die Leute schon ein Ja, ja wie SEO. Ja, ja. Ey, wenn du dir mal denkst, so richtig von der Seele sprechen, komm mal, du sonderbarer Mensch. Sagen die Leute nur, ja, wie Schanapal, Sommergosserland. Well, I don't really care what Riesenlauch say. Ey, selbst deine hässliche Ma findet, du bist eine lästige Qual und du checkst es nicht mal. Du denkst, sie sagt ja, weil sie dir recht gibt, du Schmal. Leute, ich glaub, der weiß nicht, was ja heißt. Riesenlauch, ja heißt, leck mich am Arsch! Yes. In einer Ära, in der jeder ohne Reim oder Sprachwitz nur erzählen mag, wer ja gar nicht von hier, sondern eigentlich von da ist. Und der da ist Lehrer oder der eigentlich sympathisch oder heimlich ganz brav, geteert und gefedert, echtes Leid wird erwartet. Beruflich machst du dies
Und das da ist dein Vorgesetzter, als wäre Diltili ein abgefuckter Talkshow-Sender. Zwei Runden Google-Witze, dann kommt endlich Real Talk reingeflattert und die Crowd leckt sich die Lippen. Jetzt wird's richtig gut. Komm, sag schon, bist du schwul? Und dann im Interview, unter Schwur, war's wieder die Kunstfigur. Bro, ich hab keine Ahnung, was du beruflich machst, wo du auf der Schule warst, den Namen deines Jugendschwarms, welche Größe Hut dir passt, was du so gegoogelt hast, ob du genug Salz an deine Nudeln machst. Und wenn ich doch ein bisschen tiefer in der Truhe grab, dann nur verpackt den guten Bars. Ey, gib mal deinen Namen im Internet ein, ja? Und stimmen die Zeilen da? Bist du Innenverteidiger? Ich finde, da gibt's nichts zu meckern. Ich find's auch wichtig zu gendern. Fußball ist nicht nur für Männer. Wegen innen. Fick dich, du Penner! Ey, neulich teilt er diese Band, Akroma oder sowas. Und ist ja in Ordnung. Jedenfalls schreibt er stolz, er hätte mitgewirkt bei der Single-Auskopplung. Und ich klicke auch in einer Hoffnung, dass da irgendetwas Cooles ist. Ich route für dich. Da hast du einen Beitrag zum Lied, ein Beat oder Feature, hast du einen Text geschrieben oder Video geliefert, hast du was gescriptet oder geschnitten oder Edits, ich skizze den Credits. Was war dein Verdienst? Finally, ich erreiche das Ziel. Felix Reitberger. Behind the scenes. Junge, was für ein Job. Herzlichen Glückwunsch, du hast Kaffee gekocht. In dem Zuge möchte ich den Irrglauben hier beerdigen. Für das Schreiben von Texten auf Englisch reicht der Wortschatz eines Vierjährigen. Und du bist im Wesen nicht anders generische Pampe Schal wie billiger Sekt. Nutzt deine süffisante Art wie Panzerglas, um dich vor dem Killer zu retten, doch der Schatten vermag es dir ganz automatisch mit Angst vorm Versagen den Willen zu brechen und wischt dir dieses mit Standardphrasen vollgestopfte Hans am brave Grinsen aus der Fresse, denn du legst eine Arroganz an den Tag, den dein Skillset nicht deckt. Ich weiß genau, welche Farben ich nicht und wie viel, wovon ich haben will. Schreib wie ein gemaltes Bild, weiß auch, wie man Darlings killt. Du hast für Rap nicht die Skills, denn du zweckst und du füllst. Ich füll Lücken höchstens mit ein paar Ken wie der Barbie-Film. Time. Ja. Yeah. Ey, dein Fetisch war ja davor schon fraglich. Und jetzt willst du auch noch, dass ich dir den Arsch leck? Aber gut, lassen wir das mal. Und du hast, du hast vorhin noch gesagt, hier, ich hab in meinem letzten Battle einmal Use You gewählt und bin jetzt schon Opener von ihm. Ja, ich glaube, dann lege ich los und erwähne in diesem Battle einfach mal nochmal Alligator und KIZ und Minas Moos. Vielleicht klappt's ja. So, kommen wir mal wieder zurück zu deinem Battle gegen Mattes. Du hast ja gesagt, du hast nichts gegen mich gefunden. Google mal. Du hast nur ein Battle, so, da musste ich mich bedienen. Habe ich gemacht. In deinem Battle gegen Mattes haust du nämlich die richtig harten Bars raus. Jeder sieht, wie mein Federkiel auf deine Kehle zielt. Aber dass du ihm nur drohst, statt eine runterzuhauen, finde ich ja schon schön, wenn du ihm nur drohst, statt eine runterzuhauen. Und dass du deine Texte mit einer Feder schreibst, wundert mich kaum. Aber der Höhepunkt. Jetzt hör mir mal gut zu, mach dir genau der Worte klar. Von dem Tag, an dem du im braunen Korbe warst, vom Maul des Storchs getragen, bist du wieder oben, auf die Pforten wartest, während unten dein Vater, der auch schon Storno war, deine Mutter, die mit einem lauten Gloria in Strausselosia auf den Boden warf und einem Sound der Orgel fragte, wer überhaupt der Verstorbene war, warst du nichts weiter als ein kleines, braues Kordenschaf. Hä? Brauchst du Labertasche echt? Anderthalb Minuten, um zu sagen, Gewalt finde ich voll fresh und ich bring dich jetzt ums Eck. Deine Pointen sind dieser eine Freund, der meint, vertrau mir, Bro, ich kenne eine Abkürzung, da sparen wir uns viel Zeit. Und führt dich dann 3 Stunden durch den allertiefsten Wald. Du schreibst Texte, als hätte dein Aufsatz noch nicht die geforderte Wortanzahl erreicht. Du fragst nicht, wie man sich abhebt vom ganzen Einheitsbrei. Vielleicht sind Reime gar nicht scheiße, vielleicht sind Reime geil. Hast du ja gerade auch wieder gemacht in deinem Part. Selbst wenn Penn und Teller magisch unsere Wahrnehmung verdummen, alles Quadratische ist rund und die Banane nicht mehr krumm. Paul, jetzt reicht's mir mit dir. Herzlichen Glückwunsch, du hast entdeckt, wie ein Reim funktioniert. Doch selbst wenn phonetisch alles gleich klingt, bleibt die Leistung weiter fraglich. Ja, da reimt sich jede Silbe, doch da puncht halt leider gar nichts. Wäre die Banane jetzt gerade und das Rechteck wäre ein Kreis, ja, if my grandmother had wheels, Paul, she would have been a bike. Denkst mit verunsauberen Reim hast du einen starken Part am Start, doch deine Reimkettensäge klingt nach Rabababara.
Du streckst den Text so hart, man, jeder Dorfdealer wäre stolz auf dich. Du Vermenschlichung des Luftanteils einer Packung Kartoffelchips. Du hast das Handwerkszeug, die Technik stimmt, der Inhalt schmeckt mir trotzdem nicht. Die Binnenreime sind dein Schmelzwasser. Du bettelst, wie du Cocktails mixt. Ist nicht gerade berauschend, was du da so in den Trichter kippst, die Zutat zwar das Glas füllt, aber leider nicht mehr Inhalt bringt. Für dich heißt es aus, der Traum, kein Plan, wie du gewinnen willst. Paul, das ist kein Applaus der Crowd, die klatschen nur die Silben mit. Eine Sache noch, weil ich muss mich kurz verbessern, bevor Part 2 gleich vorbei ist. Jetzt ist der Name-Foot schon verständlich. Auf Paul kann man nur einsilbig reimen. Weiter geht's, Paul, let's go. Ey, dein Track Spiegelbild? Ziemlich wild. Beim nächsten Mal solltest du reflektieren, ob du den wirklich releasen willst. Aufgenommen im Buttfuck Nittenau. Echt ohne Scheiß, where rap goes to die. In den Flair Town Studios. Ja, klingt echt super fresh. Ey, do my best, aber wie man sich so nennen kann, geht mir nicht rein in den Kopf. Und dann posten sie ein Video von eurer Session mit der Caption: Der Riesenlauch hat ein paar sicke Lines gedroppt. In dem Video sieht man erst ihn, wie er sich so eindringt mit seinem Stuhl. Dann Studio-Montage, man sieht ihn am Recorden. Als wäre das nicht schon Peinlichkeit genug, hört man, wie am Ende einer von den Dudes dieses Fazit zieht. Ich finde das Float eigentlich ziemlich cool. Bro, das Float cool sagt man sowieso nicht. Nicht mal ironisch. Aber der wahre Diss ist heimlich und subtil, doch zeigt sich freiwillig und friedlich, hiding in plain sight, wenn man so will, in den Worten eigentlich und ziemlich. Gott, hab etwas Erbarmen. Wenn du rappst, siehst du aus wie diese Krabbe mit den Armen. Du siehst aus wie dieser Käfer, der so aussieht wie ein Ast. Also würde dieser Käfer noch mehr aussehen wie ein Spast. Du siehst aus wie Woodstock von den Peanuts. Ey, du suchst noch nach einem Schlupfloch, doch kein Schutz vom Maul des Tigers. Ich zerrupf dir das Gefieder, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Wie Woodstock von den Peanuts. Ey, du Lauchgemüse, siehst aus wie Kraut und Rüben. Und wenn ihr sagt, das ist nicht wahr und kaum zu glauben, habt ihr Tomaten auf den Augen. Ey, wenn du Lauch am Gaumen ist, Kultur bereist, glaubst, hier drei Runden heiße Luft aus dem Maul zu furzen reicht, herrscht saure Gurkenzeit. Deine Kunst ist bodenlos, stumpf und dumm wie Bohnenstroh. Wenn ich sag, da liegt jetzt der Hund begraben, dann nicht, weil ich für irgendwas den Grund gefunden habe, sondern der da sieht sich der Radieschen von unten an. Tatütata, Gemüsebars. Ey, ich geh nicht auf Mutter, aber bei deiner steht im Lebenslauf Nutte. Und ich bügel ihren Fehler aus und brächte mit einem Treten auf den Schädel den. Brächte mit einem Treten in die Zähne den Schädel aus und auf. Und das Ergebnis heraus sieht so ähnlich aus wie Käselauchsuppe. Das wollten wir. Käselauchsuppe. Du bist so hetzig gern, laissez-faire, und bindest uns einen Bären auf. Bärlauch. Was weiß ich, Alter? Moon Shadow. Meine Freunde nennen mich Arschloch. Ich nenne mich Spiegel der Gesellschaft. Kram in den Tiefen meiner selbst. Rap für die Weirdos und die Seltsamen. Die zu real sind für die Welt. Deine Fanbase. Schwiegereltern. Ey, ist Real Talk über dich eigentlich ein Leak? Leak heißt Lauch auf Englisch. Liegt nahe. Aber was wir gern wüssten, hast du die Weakenarme von Leak-Gestützen oder zockst du eher, während andere Kilos pressen, League of Legends? Ja, ich weiß, ich bin auch nicht gerade fürs Boxen brauchbar, deshalb nehme ich auch den Rocket-Laucher. Heißt nicht mal von der Panzerfaust Gebrauch. Sorry, stand gerade auf dem Lauch. Leute, was hat das für einen Sinn? I'm through with games in this proving stage. These losers ain't doing great, so I shoot and aim at their stupid face. Es wird Zeit, dass der Schatten übernimmt. There's truth in names, this moon has shade that puts dudes in graves. When I spew pain like toothaches and cruel ways like crusades. Ich schlachte dieses Kind. It's doomsday when taboos break and I chew straight, fuck! Chew straight through chains like fruitcakes, I'm a Nakoim. Standing in a queue waiting with these poop brains got me fueled with rage talking to you now, James. My dues are paid, I got moves to make, this ain't no school, but ey, ich will eine Klasse überspringen. Yeah.
I can do this for days, was willst du mir erzählen? Du bist 19, Leute, das geht nicht. Jamie, schäm dich. Was ist das für ein Fetisch? Als ich das gehört habe, war ich instantly abgefuckt. Ich finde jedes Mal Kinkshaming angebracht. Ficke mehr Minderjährige als Charambo-Parts. Mach mal jemand eine Durchsage, dass das Kind hier jemand abholen kann. Lach nur mal, ehrlich. Bin fertig. Mach du mal. Ja, Mann. Hey. Letzte Runde Riesenlauf. Let's go. Ey, du meinst, ich schlachte dieses Kind? Nein, das machst du nicht. Und du meinst, ich wäre eingebildet? Das ist deine Taktik? Und dann meinst du, Gott hab Erbarmen? Mach ich. Rückblickend betrachtet waren die Tagesordnungspunkte das Einzige, was top war an deinen Runden. Paul, du bist so peinlich, um alles aufzuzählen, reicht die Zeit nicht. Er postet Schwarz-Weiß-Selfies auf Insta und du schreibst Be in the Moment mit Sonnenblumen-Emoji. Du kommentierst Mattes Kunststube. Wohl eher. Mattes Bumsbude. Du tust alles, um als Boomer-Wort des Jahres endlich Moonshadow zu haben. Ich hauch dir in dein gutes Ohr. Paul, du bist ein Hurensohn. Ich hab gar keinen Bock, dich ernsthaft zu battlen. Doch ein Punkt lässt dich nicht weglassen. Denn du hast vorher überlegt, welchen Charakter du bastelst. Du schaffst dir für Battle Rap extra einen Charakter und entscheidest dich dann für einen eingebildeten, alten, grauhaarigen, in Schrittgeschwindigkeit rappenden, peinlichen Reimfetischist. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin einfach ich, Mann. Ich fange hier doch nicht zu basteln an. Doch klar, dass man sich einen Charakter schafft, wenn man sonst keinen Charakter hat. Mattes ist auf jedem Event und ein ewiger Fan. Er hat laut dir im Kreis also nichts zu suchen, weil sich ein Fan als Artist blamiert. Aber eine Frage habe ich, Paul. Was machst du dann hier? Du bist Monate beschäftigt, wenn du für Parts recherchierst und das, obwohl du gerade mal Spritkosten als Gage kassierst. Ich glaube, ich muss dich da enttäuschen, wenn dich das hier schockiert. Doch die allergrößten Fans von dieser Plattform sind wir. Ich bin ja auch nicht gerade Hip-Hop, doch finde den Satz schon extrem, dass für dich das hier nur zählt, wenn du im Rampenlicht stehst. In deinem letzten Theaterstück spielst du einen Prinzen, der die Burgunderprinzessin aus Übermut und Langeweile heiratet. Klingt genau nach deinen Battles. Auf Insta schreibst du, du fühltest dich nicht wohl in deiner Haut, dass irgendwas nicht mehr ganz stimmt. Du hast jetzt aufgehört zu trinken und im Schauspielunterricht. Du warst ein paar Jahre unterdrückt, willst du dein wahren Selbst zurück und meinst, mit 35 kriegst du dein Dasein jetzt in den Griff? Klar, dein Alter ist kein Diss, das Verhalten aber spricht. Für die Angst, niemand zu sein in einer Welt, die schnell vergisst. Vergänglichkeit heißt menschlich sein, schlaf sein Cousin sitzt im Genick. Ich bin alles, was du sein willst. Paul, und das ist nichts. Eine neue Chance, ein leeres Blatt, das darauf wartet, sich zu füllen. Mein Weg hat gerade erst begonnen, doch ich wachse mit jedem Schritt. Mir stehen alle, sorry, Alzheimer ist ein bisschen steckt an oder so. Doch ich wachse mit jedem Schritt. Mir stehen alle Türen offen. Sag, spürst du den frischen Wind? Auch deine war noch nie verschlossen, doch so morsch, dass sie fast bricht. Du erfindest dich jetzt neu, so wie Don't Call It Buttermilk. Ja, check's. So wie Don't Call It Buttermilk. Aber bringt das leider nichts, wenn nicht Veränderung eintritt. Wie wenn man seit 2 Jahren keinen Alkohol mehr trinkt, aber dann sein Geld weiter als Barkeeper einnimmt. Dir fehlt die Liebe für die Sache. Hier warst du nur als Tourist. Ich stell den Mond kurz in den Schatten. Hier sehen alle schwarz für dich. Such dir eine neue Rolle aus, weil dein Charakter heute bricht. Denn du hast zwar den Boomerang, doch kommst hiernach nicht mehr zurück. Paul, du würdest so viel dafür geben, nochmal jung zu sein. Die Chancen zu erkennen, die du verpennt hast in der Jugendzeit. Deine größte Angst ist eine Runde ohne guten Reim. Meine größte Angst, mit 35 so wie du zu sein. Yes. Ja. Yeah. 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 So, wir gehen zu den 3 Judges, eine spannende Nummer, let's go. Ja, okay, fangt an. Geil, hey, vielen Dank euch, ich hatte 6 Runden, richtig Spaß. Genau, in der 2. Runde, wo es so darum ging, dass du so viele Reime brauchst und so lange brauchst, um auf den Punkt zu kommen. Das fand ich sehr lustig, fühle ich mich ein bisschen gemeint. Ich finde, das muss man nicht so eng sehen, aber es trifft die Sache ein bisschen auf den Punkt. So, du reimst, ich mag deinen Stift extrem gut, ich finde es total schön, wie viel Zeit du einfach aufs Klangbild verwendest, und ich finde, das behalt es auf jeden Fall bei, aber viele Reime haben einfach nicht so richtig mit dem zu tun, was du sagst, glaube ich. Deswegen gebe ich es, auch wenn es eigentlich so gefühlt so ein Draw ist für mich, gebe ich es deshalb einen Riesenlauch, auch wegen den Unsicherheiten und sowas. Aber genau, deswegen wahrscheinlich so 2-1 für dich oder so. Yeah. Jo, steht 1-0 bis jetzt für Riesenlauch. Nächster Judge, Pato. Jo, also ich habe eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel zu ergänzen. Ich finde, du hast deine so kleinen Stammler aber sehr gut überspielt tatsächlich. So, das wirkte souverän. Aber ich würde es nach Runden auch 2-1 an dich geben, ein bisschen pointierter geschrieben, habe ich ein bisschen abgeholt. Danke fürs Battle. Ja, yeah. Aber das ist entschieden, dann trotzdem noch einen letzten Judge.
Das bin ich. Hallo. vielen Dank. Vielen Dank an euch beide für das schöne Battle. Ich fand, du hast eine super Präsenz gehabt heute. Du hast auch die Stumbler und die kleinen Jokes, die du hattest, super überspielen können. Und würde ich dir auch nicht nachsehen, weil der Rest so gut gestimmt hat. Die waren beide super witzig. Was du aber besser gemacht hast, war, dass deine Parts mehr auf dich zugeschnitten waren und dass du viel generisch gesprochen hast, was auch geil war, weil ich mag es auch, wie du schreibst. Aber dadurch gewinnt er das Battle für mich, weil ihr, was Schreiben angeht, ungefähr auf derselben Höhe wart, aber er mehr auf dich zugeschnitten war. Yeah. Vielen Dank an euch beide. Trotz einem 3-0 war es trotzdem ein knappes Battle. Alle Judges haben gesagt 2-1. Deswegen auch ganz viel Lärm für die Leistung von Moon Shadow. Yeah! Jeweils das zweite Battle erst. Also wir sehen sicherlich noch vier von beiden. Der Gewinner in diesem Battle allerdings 3-0 ist Riesenloch. Yeah! Wir sind raus. Peace. Don't let the label label you. Proving Grounds. Wir sind hier in Wiesbaden im Kontext und haben ein Battle gesehen zwischen Moon Shadow und Riesenloch. Ich fange mal bei dir an. Es ging sehr viel, so die Judges haben es auch erwähnt und er hat es auch thematisiert im Battle, sehr viel um deine Reimketten, um deine Art zu schreiben. Es ist auch, also ja, natürlich auch sehr obvious, sobald du anfängst, dass das einfach dein Style ist. Was würdest du sagen zu seinem Angle, dass so die Punches so ein bisschen verloren gehen, dadurch, dass du dich so fokussierst auf diese Reimketten? Würdest du das auch so sagen oder hast du das Gefühl, du achtest trotzdem sehr auf Punchlines? Ich denke, ich achte schon auch drauf, dass am Ende irgendwas ist, wo ich der Meinung bin, das sitzt oder das führt irgendwo hin. Aber mir sind erstmal die Reime wichtiger, weil ich es einfach schön finde, wie es klingt. Ich bin einfach selber Fan davon. Und jetzt gilt es halt abzuwägen, so was muss ich an der Delivery oder so vielleicht ändern, damit das dann am Ende noch rumkommt. Aber lieber bleibe ich dabei und versuche daran zu arbeiten, als dass ich das jetzt wegwerfe und zwei Zeiler schreibe. So. Mhm. Ja. Er hat dir vorgeworfen, dass du sehr lustig bist. Auch was für ein Vorwurf. Aber so kommt mir jetzt gerade. Dass du einfach sehr selten ernst bist und bei dir alles oft sehr funny bleibt und dich das so ein bisschen entmenschlicht, glaube ich. Das war so, das war so, zumindest ging es in die Richtung. Du bist tatsächlich ganz am Ende sehr deep geworden, so mit deiner letzten Zeile. Warst davor tatsächlich hauptsächlich funny. Was würdest du sagen? Zu seinem Vorwurf, dass es so ein bisschen dass man dich vielleicht weniger ernst nehmen kann dadurch. Also es war ja auch teilweise der Engel, dass ich eben schon Dieb werde, aber eben dann immer in der dritten Runde. Also das ist so ein bisschen das Konzept vom letzten Battle auch aufgegriffen, wo eben die beiden ersten Runden sehr funny waren und dann die dritte sehr deep geworden ist. Jetzt auch so ein bisschen, die dritte vielleicht nicht ganz so krass. Ich versuche immer so einen Mix zu machen. Ne? Klar, irgendwie lustige Pointen fallen mir irgendwie leichter zu schreiben. Aber wenn ich irgendwas habe, was ich tatsächlich an Tiefe, an einem tiefen Angle am Gegner finde und das auch wirklich persönlich finde, dann versuche ich das trotzdem so rüberzubringen. Also es ist auch nicht so, dass ich bewusst jetzt nur lustig oder bewusst nur deep schreibe, sondern ich gucke schon, hey, zum Beispiel, ich finde es, du bist einfach, zum Beispiel jetzt die Haare, das ist einfach ein lustiges Thema, da kann man witzige Pointen drüber schreiben, so. Ob das jetzt ein valider Angriff ist oder nicht, ist erstmal wurscht, aber da kann man sich leicht drüber lustig machen und dann nehme ich das natürlich mit rein, genauso wie ich merke, hey, dieses Thema mit, hey, du nimmst jetzt Schauspielunterricht und du arbeitest jetzt nochmal an dir und ne, ich wollte so ein bisschen dieses Bild kreieren, so jetzt merkst du, hey, langsam muss ich mal wieder ein bisschen was verändern und dann habe ich auch versucht, das so rüberzubringen, also es ist so ein Mix aus beiden. Du rappst schon sehr, sehr lange, ist auch thematisiert worden oder auf jeden Fall schon länger. Wie fühlt es sich für dich an, so schon länger auch irgendwie zu schreiben und dann aber in so einem Kontext auch nochmal anders zu schreiben? Wie gehst du daran? Ich sag mal, ich habe früher viel geschrieben und dann aber 10 Jahre nicht, muss man dazu sagen. Und das war einfach ein cooler Grund, um für mich wieder anzufangen. Und worüber ich dann irgendwie schreibe, ist fast, also dann habe ich was, worüber ich schreiben kann und ja, genau. Und schreibst du anders, wenn du für Battles schreibst, als jetzt früher? Ja, dann guckt man schon, wie kommt's an und irgendwie will auch, dass, also wenn ich jetzt für mich was schreibe, was persönlich ist oder was irgendwie für einen Song oder so,
dann ist es mir egal, wie die Leute das finden, dann ist das meine Kunst. Und ich denke, für ein Battle schreibt man dann schon auch fürs Publikum. So, vielleicht denke vielleicht, das wäre vielleicht ein kleiner Unterschied. Du hast, glaube ich zumindest, immer wieder auch so Freestyles eingebaut in deine Runden. Also ich dachte, es war halt so sehr, wirklich sehr flüssig mitten im Text, glaube ich, weil zumindest waren das Sachen, wo ich dachte, okay, das kannst du doch nur jetzt irgendwie improvisiert haben. Genau, wie passiert es und lenkt dich das irgendwie gar nicht vom Text ab? Wie machst du das, dass du mitten in deinen Runden improvisierst? Also es war gar nicht so viel, also ich habe mir das mit dem T-Shirt zum Beispiel, habe ich mir davor schon zurechtgelegt und auch die Konter am Anfang der Runde, so die habe ich mir davor überlegt. Ja. Dann war einmal das Aesthetics-Ding vom Battle davor, habe ich mit eingebaut, mit diesem, als es halt dann um diesen weirden Fetisch ging so, weil das habe ich mir beim Battle, als ich das davor geguckt habe, dachte ich mir, okay, ja, das möchte ich irgendwie ansprechen und das passt an der Stelle irgendwie auch gut rein. Und ansonsten waren das sehr viel spontane Sachen, einfach anhand, wie du reagiert hast, also weil du ganz oft irgendwie dann auch auf Mattis gezeigt hast, ne, weil ich sehr viel einfach auch aus dem Battle von Mattis natürlich genommen habe. Und dann musste ich da irgendwie drauf reagieren, weil so, oder das einmal auch den Kopf geschüttelt, ne, haben wir vorhin schon geklärt, obwohl es dann tatsächlich doch so war, aber ne, valide Defense, so kann man machen, und da muss ich aber trotzdem irgendwie drauf eingehen. War jetzt heute, glaube ich, leichter, weil ich heute mehr so witzige Zweizeiler eben auch hatte, wo man dann nicht an so einer, ne, wie bei du, wenn du einen langen Part hast, der sich durchgehend reimt, da kannst du nicht einfach irgendwas reinwerfen. Wenn ich jetzt einen Zweizeiler mache, dann haue ich noch einen Freestyle mit rein und dann geht's halt weiter. Wenn der Text einigermaßen sitzt, dann funktioniert es schon. Ich habe dich auch immer wieder lachen gesehen, also so hat er auch gerade schon gesagt, du hast immer wieder reagiert. Hattest du vor, irgendwie in deiner Defense so dich zurückzuhalten und hast es auch quasi nicht geschafft, oder ist es generell für dich so kein Ding, auch so Reaktionen offen zu zeigen? Ich habe mir vorgenommen, einfach authentisch zu reagieren. Wenn ich es witzig finde, lache ich, aber auch entsprechend hat es auch Gewicht, wenn ich es blöd finde, ja, dann gucke ich halt und denke, was laberst du? So. Ja, das ist so meine Herangehensweise. Bis jetzt, weil ich kenne den ja nicht. So, ich habe nichts gegen den. Ist cool, was der macht, was weiß ich so. Das war ja auch meine dritte Runde, so, whatever, keine Ahnung. So, ne? Ja, ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist, weil das auch irgendwie gestern und heute so ein bisschen Thema war, dass so eine Spannung bei einem Battle und irgendwie auch so eine Anspannung zwischen den MCs ja voll oft auch dafür sorgt, dass so ein Battle irgendwie nochmal krasser wird. Wie ist es bei euch? Also so, ich habe nicht das Gefühl, dass ihr jetzt irgendwie so krass angespannt miteinander seid und war trotzdem irgendwie super unterhaltsam und das war ja auch mehr die Schiene, die du dann gefahren bist. Genau, wie ist es bei euch? Braucht ihr so eine Wut oder geht ihr dann halt einfach anders an ein Battle ran, wenn das nicht vorhanden ist? Ich glaube, bei dir war jetzt der Punkt, deswegen war es auch größtenteils lustig, dass ich eben nicht so, also so wie du gerade schon meintest, du reagierst einfach authentisch, so schreibe ich auch authentisch. Also wenn ich nichts finde, was mich wirklich wütend macht oder was mich wirklich stört, dann nehme ich das auch nicht extra ins Battle. So, dann gibt es halt nichts und dann lasse ich das weg. So, dann nehme ich halt mehr witzige Sachen. Und deswegen war es für mich auch, weil ich eigentlich davor mir auch schon dachte, dass du auch eher vielleicht oberflächliche oder halt witzige Sachen bringst, war das eher so eine lockere Stimmung. So klar, es ist eine Anspannung immer da, aber es war nicht so, oh, wir wollen uns jetzt gegenseitig fertig machen. Und ich glaube, das hat auch während dem Battle irgendwie eine schöne Energie gegeben, weil wir doch immer gegenseitig auch reagiert haben und das auch abgefeiert haben, wenn wirklich was gut war vom anderen. Und das, ja, fand ich eine schöne Energie. Nice, fand ich tatsächlich auch. Vielen, vielen, vielen Dank euch dafür. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Wie sind da die Pläne? Habt ihr Bock? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich hätte auch nichts gegen Gegner, den ich wirklich nicht mag oder so. Um das mal auszuprobieren. So. Ja, ja, mal sonst, ja. Name-Drop jetzt. ja, bei mir das Gleiche. Also gerne wieder. Mal gucken, wann es dann zeitlich wieder passt. Aber ich bin auf jeden Fall am Start. Ich freue mich auf eure nächsten Battles. Moonshadow, Riesenlauch, Don't Let the Label Label You, Proving Grounds, Wiesbaden, wir sind raus.